Hi meine Lieben, heute gibt es einen Haul, mehr so ein Kollektivhaul mit verschiedenen Sachen, ob Fashion, Deko, ja, alles Mögliche. Und dann gibt es noch meine Geburtstagsgeschenke, die ich euch zeigen wollte, weil viele auch gefragt hatten und mich interessiert das auch immer selber. Ich schaue das selber mal total gerne und erst recht so als Inspiration vielleicht für Weihnachten und so passt das gerade sowieso. Ja, aber ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich mir so gekauft habe. Und dann fangen wir an mit Starbucks. Das habt ihr wahrscheinlich schon in meinem Vlog gesehen. Ich habe bei Starbucks diese Tasse hier entdeckt. Und ich finde die so unglaublich schön. Also sie hat wie viele Tassen von dort dieses typische Logo drauf. Und vor allem diese Zuckerstange gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann hat sie überall noch so, ich weiß nicht genau, was es ist. Mein Freund meinte, das sieht aus wie diese, wie heißen die nochmal? Diese Blumen? Ne, nicht Blumen. Diese Pflanzen, die es immer an Weihnachten gibt. Sternen. Weihnachtssterne, glaube ich, heißen die, oder? Diese roten und weißen und so. Meistens rot. Die sehen so ein bisschen danach aus, ne? Also sowas in der Art soll es anscheinend darstellen. Und hier ist nochmal so ein halber abgedruckt. Ja, das sieht einfach wunderschön aus. Und ich konnte es einfach nicht stehen lassen. Und ich fand die sehr, sehr hübsch. Hat natürlich ihren Preis, also für so eine Tasse. Die hat jetzt 10,95 Euro gekostet, also ist schon heftig. Aber ich fand die einfach so wunderschön. Die haben da auch noch andere ganz tolle Tassen. Also eine, wo ich mich jetzt dran erinnere, war mit einem Rentier. Dann ist so hier dieser Rentierkopf. Fand ich auch sehr hübsch. Und dann ist dieser Griff hier wie so ein Geweih oder so. Und ganz viele andere Sachen. Ja, aber vorerst fand ich die so am schönsten. Und dann wollte ich sie haben und habe sie mir einfach gekauft. Und ich finde auch diese Tüten total schön. Also diese hier. So, das total schöne Weihnachtsmuster haben die da schon drauf. Und hinten sieht das eben so aus. Finde ich total hübsch. Dann habe ich eine riesengroße Bestellung bei sowas ähnliches wie... Nein, es ist schon Yankee Candle, ne? Doch, es ist schon. Ich dachte, das wäre jetzt gerade so ein Shop, wo eben Yankee Candle betreibt und noch andere Sachen. Aber nein, der Shop macht nur Yankee Candle. Darauf bin ich gestoßen, weil ihr mir mal geschrieben habt mit dem Wohnprinzen hier auf YouTube, dass der auch so Yankee Candle verrückt ist und dass ich mir da mal Videos anschauen soll. Und das habe ich dann gemacht. So, das eine hieß, wie behandle ich meine Yankee Candle richtig, weil ich ja diese Tarts habe und ich die nicht richtig rausgekriegt habe aus dieser Duftlampe. Und er hat da so Tipps und deswegen habe ich da mal nachgeschaut. Und dann hat er diesen Shop hier empfohlen. Das heißt jetzt einfach nur Yankee Online. Und die haben total schöne Briefumschläge und so. Also richtig schön gemacht. Und so ist dann auch das Kuvert mit der Bestellung. Das sieht halt total schön aus hier überall. Und ja, da bin ich dann auf so Kerzen gestoßen, die jeweils nur 96 Cent kosten, also unter 1 Euro. Und das sind eben diese Original Yankee Candles, wo man einfach mal testen kann. Und so wie ich das bei meinen MAC-Lippenstiften mit The Body Needs, mit diesem Shop gemacht habe, so habe ich das jetzt auch mit denen ausprobiert. Und habe jetzt einmal so eine Mega-Bestellung an einzelnen Yankee Candles. Also die sehen dann aus wie kleine normale Teelichter. Steht dann drauf, wie es heißt und was für eine Beschreibung da eben ist. Und ja, dann kann man die erstmal testen und da sie weniger wie 1 Euro kosten, ist das einfach wahnsinnig gut. Weil ich habe zum Beispiel gerade gar keine Möglichkeit an den meisten zu riechen, weil unser Karscher die komischerweise nicht mehr hat. Unser Müller hat nur so ein paar. Und wo habe ich noch geschaut? An manchen Buchläden, so Thalia und sowas, die haben das auch teilweise, aber ich finde die da gar nicht mehr. Und dann dachte ich mir, jetzt holst du einfach mal die, wo so am besten irgendwie klingen, und dann habe ich jetzt 29 Stück hier gekauft und ja, bin jetzt erstmal am Austesten und ich werde mal sehen, was für ein Video ich dann dazu mache, weil wenn ich 29 Kerzen vorstelle, das wird heftig, oder? Das schaut sich dann echt keiner mehr an. Wahrscheinlich werde ich es irgendwie sortieren und sagen, welche meine Liebsten sind oder so. Und ja, aber ich bin sehr begeistert von diesem Shop, also die haben richtig schnell geliefert und ja, fand ich sehr gut und kann jetzt ganz viel Yankee Candle testen. Für das, dass wenn manche Kerzen schon 20 Euro oder so kosten, habe ich jetzt 29 für knapp 30 Euro. Also mit dem her kann man echt nicht meckern. Dann habe ich, das hat mir jetzt meine Mama gekauft, von Strauß. Vielleicht habt ihr das auch, das ist noch aus Stuttgart gewesen. Da gab es so süße Tischdecken und das fand ich so niedlich. Oder so ein Tischset im Endeffekt. Da kann man auch eine Kerze draufstellen oder sonstiges.
Und da vieles hier so weiß, schwarz, graumäßig ist, passt das halt super dazu und auf so einen Tisch oder so. Und es ist jetzt für Weihnachten gedacht, aber ich finde, man kann es auch so nehmen. Also so ganz, ganz typisch weihnachtlich ist es dann doch nicht. Das heißt, man kann es auch danach noch irgendwie liegen lassen. Ja. Und das hat jetzt 4,95 € gekostet. Ich finde, Strauß hat in letzter Zeit sowieso total schöne Sachen irgendwie. Also da muss ich mich auch zurückhalten, dass ich da nicht jedes Mal reinrenne. Ja, dann habe ich mir noch eine Jacke gekauft und die habe ich auch schon erwähnt in meinem letzten Vlog. Das ist die Jacke jetzt vom Mango. Und ich werde die euch definitiv noch angezogen zeigen. Wahrscheinlich werde ich es hier oder hier einblenden. Ich kann mir das nie merken, wo das Programm das dann einblendet. Ob es dann da ist oder eher da. Ja, auf jeden Fall werdet ihr es sehen. Und das ist so ein schöner Parka, der eine ganz spezielle Farbe hat. Vielleicht seht ihr das. Das ist wie ein spezielles Grün. Aber nicht richtig typisch grün. Also ich hoffe, es kommt richtig rüber. Das ist so ein ganz, ganz tiefes Grün, aber so richtig schön. Normalerweise würde ich mir nie eine grüne Jacke kaufen, aber das hat mich so richtig überzeugt. Und ja, das ist so ein Parka, wo man eben auch in der Taille zumachen kann. Und der hat so goldene Elemente und in der Kapuze so Fake-Fell. Und ich finde das einfach so, so schön. Das sieht so harmonisch aus mit diesen goldenen Verschlüssen hier überall. Und ja, sehr, sehr hübsch. Und ich habe mir dieses Modell ja übers Internet gekauft. Und die Verkäuferin dort hat mir gesagt, wie der heißt, damit ich genau weiß, welcher das jetzt wirklich ist. Und ich habe mir den im Internet angeschaut und ich muss euch sagen, ich hätte mir den niemals gekauft, hätte ich den nur im Internet gesehen, weil ich oft finde, dass die Bilder im Internet entweder viel hübscher aussehen oder eben extrem anders oder es sieht einfach nicht so aus wie in echt. Und hätte ich den wirklich nicht in echt gesehen, hätte ich den mir nie gekauft. Also das sieht auf dem Bild vom Mango total hässlich aus. Aber in Wirklichkeit ist der so, so wunderschön. Und ja, der hat jetzt, glaube ich, 100 € gekostet. Ich blende euch das auf jeden Fall nochmal ein und bin super zufrieden und hatte den auch schon an und der ist echt, echt super. Dann habe ich mir zu guter Letzt auch vor kurzem diese Stiefeletten-Dinger gekauft. Und von vorne und von der Seite sehen sie ganz normal aus. Und wieder in Schwarz, damit es eben zu vielem passt. Ich liebe schwarze Schuhe. Und jetzt kommt der Clou, dass es hinten so Reißverschlüsse hat. Und die habe ich jetzt aus einem No-Name-Laden. Also der hat wieder so einen komischen Namen, aber solche Schuhe habe ich in ganz vielen solche ja, No-Name-Läden eben gesehen. Und ich habe die vor kurzem auch bei Götz gesehen, dass die auch solche ähnlichen Schuhe hatten, auch mit dem Reißverschluss so hinten. Man kann den natürlich auch ganz normal zumachen, dann sieht das so aus. Ist auch nicht schlecht. Aber ich finde einfach, dass wenn das so offen ist, dass das irgendwie was hat. Und das finde ich total cool. Habe ich auch schon ein paar Mädels damit in der Stadt rumlaufen sehen und wollte die schon fast fragen, woher sie das haben. Und dann war ich mit einer Freundin eben mal wieder in so einem No-Name-Shop nach langem und dann habe ich die gesehen und ja, dann wollte ich sie auch haben. So, dann kommen wir zu meinen Geburtstagsgeschenken und wir fangen gleich mal mit was Riesengroßen an. Und das sind diese Schuhe hier. Das sind Ugg-Boots. Und so spezielle Ugg-Boots, die eben hinten so Schleifen haben. Und ich habe mich so in die verliebt jetzt. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Ugg-Boot-Mensch. Also ich konnte nie verstehen, warum jemand Ugg-Boots toll findet. Aber ich muss sagen, ich war jetzt mal auf dieser Seite vor kurzem und habe mir das mal so angeschaut. Und ich wusste gar nicht, dass die total viele Sachen haben. Ich dachte, die haben wirklich nur diese typischen Ugg-Boots. Mal schlicht, mal ein bisschen was anderes, aber ich wusste nicht, die haben ja auch noch Schals und Handschuhe und Taschen und alles Mögliche und verschiedene Arten von Schuhen. Also die haben sogar Ballerinas, die gefüttert sind und so Zeug. Und ja, da habe ich eben dieses Modell hier entdeckt. Schwarz finde ich sowieso, es sieht viel schlichter aus und nicht so klobig wie andere in Brauntönen oder so. Wobei das auch oft sehr schön aussieht, aber ja, ich fand jetzt einfach schwarz, wie immer, passt mal wieder zu allem. Und sieht ein bisschen feiner, femininer aus. Und sie haben eben diese Schleifen hinten. Und als ich die gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt willst du doch Axt, ne? Und ja, also ich habe sie nicht komplett geschenkt bekommen. Ich habe mir, sagen wir es mal so, einer wurde mir geschenkt und einer habe ich mir selber bezahlt. Die sind ja echt wahnsinnig teuer, also echt unverschämt teuer. Aber ich muss sagen, weil so viele ja so begeistert davon sind, dass sie einfach so wahnsinnig weich sind innen und dass sie warm halten und ich wirklich schon teilweise so Schmerzen in den Schuhen hatten, obwohl ich eine Einlagesohle drin hatte
Und auch dicke Strümpfe und alles. Und wenn es aber wirklich so unter 0 Grad hat und man muss eine längere Zeit draußen stehen, und dann geht es einfach nicht. Also wenn wirklich die Füße schon schmerzen, weil es so weh tut, weil man da warten muss auf die Bahn oder sonstiges. Und da dachte ich mir, okay, wenn jetzt solche Modelle draußen sind und die echt schön sind, dann will ich doch solche. Ja, ich muss mal sehen, was es da noch für Pflegesets für die gibt. Ich habe jetzt schon so ein Imprägnierspray gleich am Anfang drauf gemacht und so. Aber da gibt es anscheinend noch richtige Sets, wo man die behandeln kann, damit die auch schön lange halten. Weil ich will ja auch, dass die mindestens 3 Jahre, 4 Jahre schon halten, weil wenn es schon so teure Schuhe sind und für den Winter und im Schnee kann man die auch benutzen und so. Deswegen sollen die dann auch schon gut halten, ne? So, dann kommen wir zu dem zweiten riesen Geburtstagsgeschenk. Das ist einmal dieser Mantel hier. Ich zeige ihn euch dann auch wieder, wie er getragen aussieht. Der hat zu einem so eine richtig schöne Kapuzenmütze und so auch so Fake-Fell, wo aber irgendwie total echt aussieht. Also richtig schön gemacht ist das hier. Und dann ist er so braun-grün, auch so ein spezielles irgendwie. Auch so, ich würde fast schon jägermäßig dazu sagen. Aber ich fand das echt schön. Das hat richtig gut zu dem Mantel gepasst. Und hier hat es eben so Schnallen, so schwarze, schwarz-goldene und innen drin dieser schwarz-goldene Reißverschluss. Und sieht halt auch wahnsinnig schön aus. Der hat so eine A-Form, so ein bisschen. Und als ich den gesehen habe, habe ich mich auch sofort drin verliebt und ach, Liebe auf den ersten Blick. Und der sitzt auch so schön und ich mag den super gerne. Und da er auch mal wieder ein bisschen ausgefallener ist mit dieser Farbe hier. Und ja, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. So, dann habe ich einen Schal bekommen, der auch eine wahnsinnig schöne Strickoptik hat. Also ich liebe das, wenn das so strickmäßig gemacht ist und das ist richtig schön geflochten. Und der ist auch so speziell, also irgendwie so grau-beige in einem. Also passt auch wieder zu sehr viel und ich mag sowas und der ist richtig schön weich und flauschig und kuschelig. Dann habe ich noch diese Ohrringe hier bekommen, die ihr hier seht. Normalerweise bin ich ja total der Anhänger für Perlenohrringe und ich liebe das ja. Und diese Primark-Perlen-Dinger sind ja genau meins. Und jetzt habe ich diese hier bekommen und ich finde die super, super schön. Ich hoffe, ihr kennt das richtig. Ja, ich bin jetzt total, wow, jetzt muss ich die ganze Zeit tragen und komme so ein bisschen weg von den Perlenohrringen, wo ich auch ein bisschen froh bin. Aber ich habe mir schon oft Ohrringe angeguckt und auch gekauft und ich habe sie dann doch nicht getragen. Ich weiß nicht, ich bin dann immer wieder zu diesen Perlenohrringen zurückgekommen, aber die werden jetzt, glaube ich, meine neuen Lieblinge sein. Die waren vom IAM. War so ein Schild dran, also die sind vom IAM. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr die irgendwie auch wollt, ob es die noch gibt. Dann, oh Gott, das wäre so viel drin, habe ich diese Tasse hier bekommen. Voll süß in diesem Weihnachtslook. Und erst habe ich das gar nicht gesehen. Das ist auch eine Starbucks-Tasse. Und die ist halt richtig süß gemacht. So ein bisschen kitschig, aber total niedlich. Ich stehe auf sowas. Dann war da eine L'Oreal Wimperntusche dabei. Die kannte ich jetzt auch noch gar nicht so. Das ist die, das scheint auch neu zu sein. Das steht jetzt neu dabei. Das ist die Double Extension in Waterproof. Und die hat einmal so eine weiße Seite und einmal eine normal schwarze. Und diese weiße Seite verlängert eben die Wimpern und die schwarze tuscht die dann erst richtig dunkel. Und das sieht halt so Fall-Slash-mäßig aus und ja, funktioniert echt super. Dann habe ich hier einen Lippenstift von Catrice aus dieser Ultimate Shine Gel Color Reihe in der Farbe 070. License to Pink, glaube ich, heißt das. Und das ist so ein knalliges Mega-Pink. Und das wird aber nicht so mega. Also das sieht dann so glänzend glossy-mäßig aus. Das wird schon pink, aber nicht so krass, wie es eben hier aussieht. Und das ist voll schön und richtig schönes Tragegefühl. Und ich habe ja schon zwei aus dieser Reihe und ich mag die super gerne und freue mich, dass ich jetzt noch so einen habe. Dann dazu relativ ähnlich von Catrice ein Nagellack. Das ist so ein pinker mit so silbernem und auch wieder pinkem Glitzer. Also sehr glitzerlastig. Und heißt 43 Miami Pink. Ja, Pink. Und ist auch eine wunderschöne Farbe. Ist auch mal wieder mal was anderes, weil ich so viele Pinke gar nicht habe. Und da freue ich mich schon, den aufzutragen.
Und dann noch zu guter Letzt dieser wahnsinnig süße Schlüsselanhänger mit einer Eule. Und die sieht richtig schön aus. Also man sieht, wie golden die gemacht ist. Und der Körper ist so ein bisschen frei hier. Und die ist richtig schön, denn es gibt auch ganz viele komische Eulen. Aber die ist richtig, richtig hübsch. Und ja, also genau mein Geschmack. Dann war noch das hier dabei. Das ist so ein Taschenspiegel mit zwei Seiten zum Aufklappen. Kann man immer gebrauchen als Mädel. Und ja, ist sehr schön bestickt hier. Dann muss ich auch euch noch eine Karte zeigen. Und mit sowas kriegt man mich ja immer, ne? Also wenn da so ein Mops drauf ist. Und der Clou bei sowas ist, wenn ich dran ziehe, verwandelt die sich in eine andere Mopskarte. Also voll mega niedlich, oder? Also sowas finde ich echt super. Wenn ich sowas schon sehe. Auch wieder exakt meins mit so einem Mops drauf. Echt super süß. Dann habe ich noch einen DM-Gutschein bekommen, der nicht lange bei mir existieren wird. Dann habe ich dieses Haarset hier bekommen. Das nennt sich Marrakesch Travel Set. Und das ist anscheinend aus einem Friseurshop, denn ich habe das noch nie bei DM und so gesehen. Und sie hat auch gemeint, es wäre von einem Friseurshop. Und das ist mit Arganöl aus Marokko und besteht aus einem Shampoo, einem Conditioner, einer Leave-In-Sprühkur und einem Hairstyling-Elixier, also wie Haaröl. Und ich habe das gestern schon ausprobiert und das macht die Haare wahnsinnig geschmeidig und richtig schön und es duftet vor allem. So richtig schön karamellig, also wahnsinnig, das ist so wie Haarparfüm, nur dass es halt eben so nach einem warmen Karamellduft riecht und ich saß die ganze Zeit so da dran und war total süchtig nach dem Duft und ja, macht wunderschöne Haare bis jetzt. Also ich werde das auf jeden Fall weiterhin testen und euch dann berichten, wie das so ist. Dann habe ich sehr viel Mopszeug gekriegt. Unter anderem diesen Beutel hier mit einem wahnsinnig süßen Mops drauf. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich liebe Mopshunde und das ist natürlich wieder genau meins. Dann passend dazu ein Schild. So ein ähnliches Schild habe ich schon mit Audrey Hepburn in meiner Küche hängen. Jetzt bin ich mal am Überlegen, wo ich das hier noch hinhänge. Und dieser Spruch, den kenne ich auch schon, seit ich ein Kind bin. Und ja, mit so einem Mopsgesicht drauf auch wieder. Oh, große Liebe. Dann geht's weiter mit Mopsachen. Ich weiß gar nicht genau, wie sich das nennt. Es nennt sich Taschentücher, aber es ist so, ja, also es ist so eine Verpackung außen mit einem Mops drauf. Dann kann man das hier so vorsichtig aufmachen und schaut mal, wie goldig das ist. Auch nochmal mit Möpschen drauf. Und da kann man eben Taschentücher reinmachen in diese Innenfächer hier. Und ich finde, man kann da auch einen kleinen Taschenkalender reinmachen oder irgendwas anderes. Also ich werde das auf jeden Fall irgendwie mehr benutzen wie nur für Taschentücher. Und ich finde das so süß vom Design her. Und ja, mal wieder mit Mops. Dann habe ich eine Eule bekommen. Ich hoffe, ihr seht das durch das Papier ganz gut durch. Die sieht auch mega niedlich aus. Also ich mag auch das Gesicht von dieser Eule. Denn wie gesagt, es gibt ganz viele, wo ich denke, oh mein Gott, geht gar nicht. Und die haben echt schöne Sachen rausgesucht hier, meine Mädels. Und ja, eine super süße Eulenkette hier. Dann habe ich noch von Keep Calm Carry On, auch Riesenliebe, so ein Set bekommen. Eins mit einer Tasse, dann ist so ein, ja, so ein Untersetzer dabei und nochmal so ein kleines Tablett. Und das ist eben so ein ganzes Keep Calm Set. Und wie die meisten wissen, liebe ich auch sowas. Und ja, so ein englisches Keep Calm Set hier, mit Tasse und allem, sehr, sehr hübsch. Dann habe ich noch so eine Handcreme bekommen. Das ist auch von diesem Rondo Coiffeur. Das ist auch wieder von diesem Friseurshop. Und das ist so eine reichhaltige, ja, so ein Handbalsam mit Hyaluronsäure und Olivenöl. Und ja, ich habe da noch gar nicht dran gerochen, muss ich aber nachher gleich mal machen. Und dann habe ich das hier bekommen. Und das ist ja auch mega niedlich. Überall diese kleinen Eulen mit so Winterlook. Und überall sind die drauf, echt überall und voll niedlich. Und hier oben sind auch nochmal so kleine aus Filz gemacht, sehr süß. Und das ist so eine Box, die man noch eben aufheben kann, richtig schön. Und darin waren dann auch wieder Sachen. Zum einen war es so eine Tasse mit so einer Eule drauf und ich finde die so lustig, weil die aussieht wie ein Mix aus Fuchs und Wolf irgendwie in einem. Und sehr niedlich.
Dann war dabei eine Rituals, Happy Hands, Mandarin und Mint, eine Handcreme. Aus dieser Reihe habe ich jetzt noch gar nichts und ich liebe Rituals. Und die riecht echt so wie edle Mandarine mit Minzduft in einem. Und oh, riecht sehr, sehr gut. Und dann habe ich noch eine Eulenkette bekommen mit so einer silbrigen Eule. Auch total putzig. Und dann habe ich noch das hier bekommen, denn die eine Freundin von mir ist Mediendesignerin und die macht solche Flyer selber und ja, kann auch super massieren und lernt das jetzt auch professionell und hat mir dann so einen Gutschein gemacht, wo sie mich eben richtig gut massiert und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. So, jetzt kommen wir zu dem allerletzten Geschenk und das ist das hier und ist das nicht süß? Das, ja genau, ratet mal, was das für ein Tier ist. Also ich zeige es mal im Ganzen. Jetzt dürft ihr mal raten, was das ist. Und ja, schreibt es mal unten rein. Das würde mich interessieren, ob man das sofort erkennt, was das ist. Weil ich musste auch im Geschäft erstmal nachfragen. Also als ich das mal gesehen hatte, habe ich nachgefragt, was das überhaupt für ein Tier ist, weil ich mir nicht ganz sicher war. Und ich finde das so niedlich. Das ist eben so ein flauschiges Kissen und so im Anime-Stil. Und ich finde das echt süß. Ja, und ich bin eigentlich nicht so der Mega-Anime-Fan. Das war ich mal früher mit 14, 15 so. Aber das ist echt, echt super süß. Und das ist halt so ein Kissen, das kann man dann abends so schön knuddeln. Und ja, hat einfach ein süßes Gesicht. Also das hypnotisiert einen förmlich. Ja, das war's dann mit meinem Geburtstagsgeschenk. Das war jetzt echt wahnsinnig viel. Ich weiß das selber. Und ja, bin ganz, ganz happy über die Sachen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Vielleicht war eine Inspiration für euch dabei, für Weihnachten oder andere Geburtstage, die vielleicht bald anstehen oder so, oder euren eigenen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!